Hallo, ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Zu später Stunde, ganz spontan heute Morgen entstanden, mit euch hier mal über dieses Corona-Dings da zu sprechen. Eine von euch hat mich heute schon gefragt, was ist das denn? Da habe ich zurückgeschrieben, gibt es da nicht so eine Biersorte. Und ich dachte schon, so scherzeshalber hier so ein Fläschchen Corona-Bier vor mir zu haben, habe ich aber nicht. Spaß beiseite. So, ich sehe, die ersten Zuschauer sind dabei. Schreibt mir doch gerne mal in den Chat ein Hallo, ob ich gut zu sehen und zu hören bin, weil dann sehe ich euch auch, wer hier zugeschaltet ist. Schreibt auch gerne mal, von wo ihr zugeschaltet seid. Bin ja gerade aktuell hier noch für eine gute Woche im Saarland. Dann geht es in warme Gefilde. Dann geht es nach Bali. Ja, und über Daumen hoch und Herzlein freue ich mich natürlich auch. Oder gibt es irgendwelche speziellen Emojis, die so das Thema da heute Abend treffen? Wer da so was Spezielles hat, gerne dann auch ins Kommentarfeld rein schreiben. Ich sehe schon, die Bettina ist mit dabei, die Marion, die Adrejü, oh, was für ein schöner Name. Die Birgit, Birgit, wir sehen uns bald auf Bali. Die Doreen ist mit dabei. Der Marc ist mit dabei. Die Carola, die Monika, hallo Monika, ja, wir sehen uns auch auf Bali bald. Sehr, sehr schön. Die Kerstin aus Hannover, liebe Grüße nach Hannover. Ja, also, ihr Lieben, wo fangen wir an? Ich würde einfach gerne euch mal ein paar Impulse heute mit auf den Weg geben und ich versuche es mit wenig Politik zu machen und mir geht es jetzt auch nicht darum, irgendjemand irgendwas anzukreiden, irgendwas zu bewerten und zu be- oder verurteilen, sondern mir geht es mal ein bisschen darum, so meine Gedanken da mit euch zu teilen. Ein paar Impulse zu setzen, wie ich mit diesen Dingen umgehe und auch schon länger umgehe und wie ich mir so in der Richtung meine eigene Welt erschaffe und damit eben auch mich von Ängsten befreit habe. Wenn es der Zeitrahmen zulässt, können wir auch gerne hier mal noch zusammen eine Meditation machen. Schauen wir mal. Ich schaue auch nachher gerne ins Kommentarfeld rein, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwie denkt, von was redet die da oder so. Schreibt es mir gerne rein. Ich gehe gern drauf ein. Also ich habe mir Zeit genommen jetzt hier für dich, für euch heute Abend. Okay. Fangen wir mal an. Gehen wir mal wirklich viele Jahre zurück. Gehen wir mal so 15, 16 Jahre zurück. Da ist mir nämlich zum ersten Mal bewusst geworden, wie sehr wir uns steuern lassen von Ängsten, die uns letzten Endes daran hindern, wirklich unseren Weg zu gehen, uns unser Leben nach unserem Herzen zu gestalten, so wie wir es wirklich haben wollen. Weil jeder von uns ist ja doch mal hier auf die Welt gekommen und hatte so eine Idee, wie er sein Leben gestalten möchte, wie er leben möchte, was er alles entdecken möchte, was er alles an kreativen Dingen erschaffen möchte. Also jeder von uns hat ja, ich habe das früher immer gern so als Kraftquelle selbst bezeichnet, jeder hat ja so sein eigenes Potenzial hier mitgebracht, seine eigenen Gaben, seine eigenen Stärken, selbst wenn du eine Zwillingsschwester oder Zwillingsbruder hast, es ist ja doch jeder so sein eigenes Wesen, ja? So, und da ist mir bewusst geworden, nee, das ist, wann war das? Egal. 9/11 war es, genau. Wie bin ich jetzt aufs Kunden der Praxis gekommen? Egal. Also, als diese Geschichte da in den USA war, und das war zu Zeiten, wo ich einfach noch so diese Prägung hatte, wie man das auch so in der Schule gelernt hat, kennst du vielleicht auch. Einmal am Tag wenigstens Nachrichten hören, einmal am Tag wenigstens Zeitung lesen und so weiter.
Und da war ich bei einer Familie, deren Tochter, die war in den USA unterwegs, auch in New York, und die hatten natürlich ihre Tochter nicht erreicht. Und das war natürlich eine ganz, ganz schlimme, herausfordernde Situation, weil Telefon, Funknetz, sie hat ja nichts funktioniert. Da wusste ich um viele Dinge noch nicht. Aber instinktiv habe ich einfach gemerkt, wie sehr da Ängste in mir aufkamen, weil wir damals auch im Network Marketing unterwegs waren und gerade so im Aufschwung und gerade ist es mal gelaufen und. Und da kamen so Gedanken in mir auf, was ist, wenn das, wenn jetzt da Krieg ausbricht und tralala, also so Kopfkino und. Und da ist mir mal bewusst geworden, wie sehr Ängste in mir geschürt werden durch diese Geschichte, die mich letzten Endes ja quasi lahmlegen, dass ich nicht mehr ins Handeln komme, dass ich nicht meinen Weg weitergehe, dass ich Energie, allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst, dass ich also meine Aufmerksamkeit auf die Dinge richte, die geschehen können, wenn, 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 wenn. Und damals habe ich so instinktiv die Entscheidung getroffen, ich höre jetzt ab sofort auf, Nachrichten zu schauen. Ich höre ab sofort auf, Nachrichten zu hören. Ich höre auch ab sofort auf, Zeitung zu lesen und solche Dinge, sondern ich fange jetzt an, mein Gehirn mit den Dingen zu füttern, und zwar nur noch mit den Dingen, die mich weiterbringen, die mich nicht in eine Angst versetzen, die mich nicht lähmen, weil wir können da auch so dem Volksmund viel entnehmen, wie der Volksmund es schon so uns schön sagt, es stockte mir vor Angst der Atem. Also es kommt, unser ganzes System gerät ins Stocken, wenn wir in diese Angstenergien eintauchen. So, und das heißt jetzt nicht, und bitte nochmal, alles, was ich hier von mir gebe, ich spreche jetzt nur von mir, von meiner Variante, wie ich damit umgehe und wie ich mir da in der Richtung, nicht nur für mich, letzten Endes auch für meine Familie, auch für die Kinder, ein Energiefeld oder ein Umfeld erschaffen habe, wo wir wirklich mit vielen Dingen da außen vor sind, weil wir damit nicht mehr in Resonanz gehen. Ja? So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Situation. Und was ich damit auch sagen will, ich gucke auch seitdem keine Nachrichten mehr oder lese Zeitung oder, aber trotzdem bekommt man ja mit irgendwo, was da draußen irgendwie los ist. Und so habe ich ja auch jetzt die letzten Tage so nach und nach mitgekriegt, was da draußen los ist und wie viele da einfach in diesen Ängsten gefangen sind. Und mein Sohn hat mir gerade heute Mittag erzählt, die hätten am Samstagmittag oder am Samstagabend noch ein Spiel, der ist sportlich da aktiv und das steht jetzt da in der Schwebe, weil der Verband das abgesagt hat und. Da denke ich, mein Gott, was ist da draußen los? Ja? Und deshalb habe ich mich so spontan dazu entschlossen, mit dir jetzt heute Abend mal darüber zu sprechen. Weil wenn wir es jetzt mal, wenn wir so mal die letzten Jahre Revue passieren lassen, wie viele, ich versuche es vorsichtig zu erklären, weil ich ja auch nicht zu so sehr politisch werden möchte und auch bitte, ich will alles nur als Gedankenanregung weitergeben. Wie viele Versuche waren schon da, Pandemien auszulösen, weil mit dem Auslösen von der Pandemie natürlich auch noch mal gewisse Konzerne dahinter stecken, wo es einfach auch noch mal natürlich um Kleinhalten geht, um Angstmache geht und auch um Kontrolle und Macht und Kontrolle auszuüben. Ich will jetzt gar nicht zu sehr hier ins Detail gehen, was ich jetzt damit alles meine, je nachdem. Ich will auch deshalb nicht zu sehr da ins Detail gehen, welche Machenschaften sich dahinter verbirgen, weil es gab schon eine Weile, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe. Aber ich möchte diesen Dingen keine Energie geben, aber ich glaube, es sind viele von euch ja auch dabei, die wissen ganz genau, was ich damit meine, welche Machenschaften sich dahinter verbergen, um uns einfach klein zu halten, zu manipulieren und.
So. Und das fing, glaube ich, wenn ich so recht mich erinnere, erstmal an so mit dem Thema Rinderwahnsinn. Dann kam die Vogelgrippe und dann kam die Schweinegrippe oder umgekehrt, wie auch immer. Also ich hatte mich mit diesen Dingen vor allem noch so ein bisschen beschäftigt, als die Kinder noch klein waren und als es dann einfach so um das Thema Impfen ja oder nein ging und, und. Und das waren alles ja schon mal so Versuche, wo gewisse Machenschaften dahinter steckten, eine Pandemie auszulösen und, und. Und jetzt ist einfach dieses Thema, dieses Kind hat jetzt einfach den Namen Corona bekommen. Ja. Und dieses Feld, was jetzt da draußen ausgesendet wurde mit diesem Thema Corona, wenn wir da so gestrickt noch sind und uns ja regelmäßig die Nachrichten reinziehen, regelmäßig die Zeitung lesen, uns regelmäßig mit dem Umfeld, mit diesen Dingen hier unterhalten, schenken wir diesen Dingen Energie und die bekommen Aufmerksamkeit und allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, kann wachsen. So erschaffen wir uns ja letzten Endes auch unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Und ich habe ja heute Morgen auch so schon was ausgelöst, wo ich diesen Post geschrieben habe. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Stell dir vor, es ist Corona und keinen interessiert es. Was habe ich damit gemeint? Nehmen wir es mal noch als das Beispiel Krieg oder an dem Beispiel Krieg. Alle Kriege, die irgendwo ausgelöst wurden oder die irgendwo sind, waren, auch in der Zukunft sind. Es wird da immer auf der Basis von Ängsten gearbeitet und jeder glaubt, er muss irgendetwas verteidigen. Er muss sich selbst oder sein Land oder was auch immer verteidigen. Und letzten Endes unter diesem Thema verteidigen stecken auch letzten Endes immer Ängste drunter. Also wir agieren immer aus zwei verschiedenen Aspekten heraus, entweder aus Angst heraus oder aus der Liebe heraus. Und aus der Angst heraus zu agieren, und deshalb sind wir da so manipulierbar, da hängen immer so die Dinge dran, Angst zu kurz zu kommen, Neid, Wut, Hass, Zorn etc. So sind auch alle Kriege entstanden. Das heißt, über den Impulsgeber Angst sind wir einfach manipulierbar und zwar dahingehend, unten gehalten zu werden und uns noch weniger unserer wahren Größe, Macht und Stärke bewusst zu werden, weil einfach gewisse Machenschaften dahinter stecken. Okay? So. Und jetzt auf diese aktuelle Situation, wo jetzt anscheinend da draußen wirklich gewisse Mächte es jetzt geschafft haben, da eine Pandemie auszulösen. Und zu dem Thema, allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Was meine ich damit? Ich bringe dir da mal noch ein Beispiel. Es gibt eine sogenannte Washington-Studie, weil ich will dir damit auch bewusst machen, wie wir Menschen uns verhalten, wenn wir uns auf diese Energie gedanklich da auch einschwingen. Ich glaube, die Washington-Studie, die wird, glaube ich, 1995 gemacht. Leg mich vom Datum jetzt nicht fest. Ich habe es mit Zahlen nicht wirklich. Also egal, ob das 95 war oder 90. Auf jeden Fall hat man da eine Studie gemacht, wissenschaftliche Eckpunkte gesetzt und hat, ich glaube, es waren 4000 Menschen oder 7000, zu einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube, dreimal am Tag meditieren lassen, nach einer gewissen Meditation und für den Frieden und sowas.
und hat gewisse wissenschaftliche Eckpunkte gesetzt, um das da auch zu kontrollieren, zu nachzuweisen, was das mit einem macht. Und dann ist wirklich nachgewiesen worden, weil diese Menschen, die da dreimal am Tag zusammen meditiert haben, Gedanken sind nicht nichts, Gedanken sind ja auch wie alles eine Form von Energie, die wir aussenden. Und hat dann einfach in Washington und Umgebung festgestellt, dass die Kriminalitätsrate während dieser Zeit in ganz vielen Bereichen, in ganz vielen Kriminalistik, in ganz vielen Bereichen, was auch immer das alles beinhaltet, um ein Vielfaches gesunken ist und auch darüber hinaus noch für eine Weile angehalten hat. Wenn wir uns jetzt fragen, warum hören wir in den Nachrichten nicht solche Dinge, warum werden solche Studien, die nachweislich ja wirksam sind, weil unsere Gedankenenergien ja entsprechend ja nicht nichts sind und Auswirkungen auf unsere Lebenswirklichkeit haben. Warum werden solche Dinge nicht in den Medien verbreitet? Und das ist, ich möchte damit nicht die Medien oder irgendwas ankreiden. Ich gebe das jetzt wirklich nur unter dem Aspekt von mir, um es dir bewusst zu machen. Weil von seitens der Medien ist klar, da stecken einfach gewisse Dinge dahinter. Angstmache. Weil stell dir mal vor, jeder von uns, wer sich wirklich seiner wahren Größe, Macht und Stärke bewusst und würde sich ständig auf diesen höher schwingenden Gedankenebenen, Gedankenenergien bewegen und das aussenden, hätten wir dann hier Krieg, hätten dann irgendwelche anderen Machenschaften eine Chance, uns dahingehend zu manipulieren, um Ängste zu schüren und klein zu halten und, was auch immer dahinter steckt, sei es jetzt Impfstoffe und Pharmakonzerne und was auch immer. Ich will auf dieses Thema Impfen überhaupt nicht näher drauf eingehen. Ich gebe dir nachher auch noch ein paar Aspekte und Impulse auch dazu. Stell dir mal vor, jedem von uns wäre wirklich seine wahre Größe, Macht und Stärke bewusst. Wir wären doch in der Richtung, und zwar niemand von uns mehr manipulierbar. Weil wir, als wir auf die Welt gekommen sind, da waren wir einfach. Da waren wir einfach reines Bewusstsein. Wir haben an nichts und niemandem gezweifelt. Diese Selbstzweifel, was für eine wahre Größe, Stärke wir wirklich in uns haben, dass wir Schöpfer unserer Lebenswirklichkeit sind, dass wir eigentlich unsere eigene Macht und Stärke haben, das haben wir ja erst im Laufe der Jahre verloren, in der Kinderstube und. Durch viele Schleier, die über uns gelegt wurden. Und so sind wir immer mehr und mehr manipulierbar geworden in der Richtung. Dabei ist es im Grunde genommen so, und das ist etwas, was jetzt auch gerade geschieht, nochmal, deshalb habe ich diese Washington-Studie damit ins Spiel gebracht. Und vielleicht kennst du das auch, wenn irgendwo ein Unglück geschieht, beispielsweise ein Flieger stürzt ab oder irgendwo Massenkarambolage auf der Autobahn oder was weiß ich. Was geschieht da? Es kommt in den Nachrichten abends, das gucken wir uns an. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, weil wir verhalten uns da wie so Wiederkäuer, wie so eine Kuh. Um 7:45 gucken wir es in den Nachrichten an, dann nochmal, keine Ahnung, um 10 oder um 11 Uhr, wann die Tagesthemen kommen oder wie diese Sendungen da heißen. Am nächsten Tag unterhalten wir uns dann morgens beim Brötchenkaufen mit dem Umfeld, das da gerade steht, am Arbeitsplatz, unterhalten wir uns nochmal über dieses Thema und. Und so geschieht es, dass die Masse auf dieser Ebene Gedanken aussendet. Und dann kann das Universum, jetzt mal ein bisschen lapidar gesagt, nichts anderes als sagen, okay, dein Wunsch ist mir Befehl, weil diese Energien schwirren da draußen rum. Und dann geschieht es ja oft, vielleicht hast du das beobachtet, so eine Serie von Unglücken. Ja? So, und jetzt stell dir mal vor, und das meine ich damit, stell dir mal vor, es ist Krieg und keiner geht hin, stell dir mal vor, es ist Corona und keiner interessiert's. Wenn wir alle uns nochmal zurückerinnern würden
an unsere wahre Kraft, Größe, Stärke und Energie und würden uns nicht auf diese Angst, manipulative Gedankenebene begeben, sondern würden die Weisheit unseres Körpers fragen, mit unserem wahren großen Wesen noch in Kontakt sein und würden auf dieser energetischen Ebene, der liebevollen Ebene schwingen, welche Chancen hätte dann draußen irgendwelche Machenschaften, uns in der Richtung zu manipulieren, um uns klein zu halten, geschweige denn, welche Chancen hätten Viren, Bakterien und Co. und was auch immer es ist, in unser Energiesystem wirklich einzudringen. Es heißt ja schon, also ich gehöre keiner Religion an. Bin zwar katholisch erzogen worden, aber bin 18, 19 aus der Kirche ausgetreten. Ich gehöre keinerlei Religionsgemeinschaft mehr an. Aber es heißt ja schon, in der Bibel steht schon geschrieben, nach deinem Glauben wird mir geschehen. Und wenn ich glaube, banales Beispiel, wenn ich bei gewissen Temperaturen draußen barfuß rumlaufe, dann werde ich krank. Das ist ja ein viel verbreiteter Glaubenssatz. Fällt mir gerade ein, weil als unsere Kinder noch klein waren und hier auf der Straße rumgelaufen sind, barfuß bei gewissen Temperaturen, da hat auch schon mal die Nachbarschaft mich darauf aufmerksam gemacht und angerufen, hey, deine Kinder laufen da draußen barfuß rum. Du musst denen unbedingt Schuhe anziehen, die werden sonst krank. Ja, das sind ja alles so Dinge, die in unser System eingepflanzt sind. Wenn ich mit einem nassen Kopf rausgehe, mit nassen Haaren bei gewissen Temperaturen, um Gottes Willen, dann werde ich krank und solche Dinge. Das sind ja alles Glaubenssysteme, die wir in uns drin haben. Wenn das so wäre, ein anderes Beispiel, dann dürfte ich ja nicht zum Beispiel in die Sauna gehen und anschließend draußen an der frischen Luft mich abkühlen, um dann wieder in warmen Räumen zu gehen. Dann müsste ich ja auch dann krank werden. Ja, das sind alles Glaubenssysteme, die in uns drin sind. Und wenn ich jetzt mich wieder zurückerinnere, und da würde ich auch gerne mal noch eine kleine Übung mit dir machen. Wenn du dich jetzt dir erlaubst, zurückzuerinnern, was für ein wunderbar grenzgeniales, großartiges Wesen du wirklich in deinem Kern bist. Und dich nicht anstecken lässt von diesen Energien. Was können dir dann andere überstülpen? Und wie wenig können irgendwelche Dinge in dein Energiesystem da eben auch reinkommen? Weil letzten Endes, stell dir mal vor, jeder schwingt wirklich auf dieser Gedankenebene. Der Gesundheit, der Harmonie, der Liebe, des Lichtes, der Freude. Wenn wir das alles aussenden, dann kann niemand anderes uns weiter manipulieren. Und diese Ängste, fühl mal hinein, diese Ängste, die du vielleicht gerade ansatzweise hast, oder vielleicht steckst du auch richtig drin, dass du wirklich Angst hast, dass du irgendeinen Virus abkriegst und. Fühl mal ganz spontan hinein, ist es wirklich deine Angst? Ist es, und lausch bitte mal auf den ersten Impuls, ist es wirklich absolut deine Angst? Oder sind es Ängste, die du übernommen hast, weil du vielleicht die letzten Tage dich zu sehr damit beschäftigt hast und zu sehr Medien geguckt hast und. Mal ganz spontan. Was kommt da?
Ist es wirklich deine Angst oder ist es etwas, was du jetzt übergestülpt bekommen hast und übernommen hast? Ein anderes Thema. Wie viele Menschen plagen sich jedes Jahr regelmäßig zweimal mit einer Grippe? Einfach nur mit einer simplen Grippe. Ist ganz normal für viele Menschen im Frühjahr und im Herbst oder im Winter irgendwie ein-, zweimal flach zu liegen und die Grippe zu haben. Und dann gibt es sicherlich auch welche, die sich dazu entscheiden, dann ihren Körper zu verlassen über dieses Symptom Grippe. Also die sterben an der Grippe. Ist alles auch, hat alles auch was mit einer Entscheidung zu tun, auf einer unbewussten Ebene da. Wie viele Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen von Medikamenten oder was auch immer? Egal welches Beispiel wir jetzt nehmen. Da spricht niemand drüber oder kaum jemand spricht drüber. Und da wird einfach doch nochmal deutlich, wie sehr dieses Thema jetzt hochgespielt wird, zu was weiß ich nicht alles erklärt wird und Quarantäne und Tralala und hier nicht und da nicht und hast du nicht. Und je mehr Menschen da jetzt auch mitschwingen, umso mehr Energie bekommt das Ganze und umso mehr kann es wachsen. Jetzt ist die Frage an dich, wie willst du es haben? Ich habe eingangs an dem Beispiel erwähnt, wir alle sind die Schöpfer und Erschaffer unserer Lebenswirklichkeit. Wie willst du es haben? Und da würde ich dich jetzt mal dazu einladen, dass wir vielleicht mal gemeinsam in eine Meditation reingehen, wo wir uns mal gemeinsam auf eine andere Ebene da einschwingen. Und dann spür mal hinein, was das mit dir macht, wie es dir dabei geht und wie sehr du dich da von deinen Ängsten auch lösen und befreien kannst. Okay, wollen wir das mal gemeinsam machen? Dann würde ich dich dazu einladen, mal jetzt so eine bequeme Sitzhaltung einzunehmen, die Augen zu schließen. Der Rücken darf möglichst gerade sein, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast und die Energie auch frei fließen kann. Füße nebeneinander auf dem Boden, das wollte ich eigentlich sagen, um Kontakt zur Mutter Erde zu haben, die dich nährt und trägt. Nimm mal den Stuhl wahr, auf dem du hockst, oder der Sessel, also die Fläche, auf der du hockst. Nimm da mal ganz bewusst Kontakt auf. Nimm ganz bewusst mal deinen Körper wahr. Und atme mal einige Male aus durch den Mund. Mach dich mal leer. Lass dich mal in deinen Körper sinken. Und komm so mal ganz im Hier und im Jetzt, in diesem Augenblick hier an. Nimm mal deinen Körper wahr. Und jetzt lade ich dich mal dazu ein, mal ganz bewusst deinen Körper zu fragen, mal zu lauschen, ob er vielleicht irgendwo von dir selbst, von deinen Händen, von einer Hand, von beiden Händen irgendwo berührt werden möchte. Ob du jetzt vielleicht bei dir selbst irgendwo deine Hände oder deine Hand auch auflegen möchtest. Vielleicht ist es das Herzchakra, vielleicht ist es Bauchchakra. Vielleicht möchtest du dir selbst eine Umarmung schenken, was auch immer. Lausch einfach mal so auf den Impuls, was dein Körper jetzt haben möchte, wo er berührt werden möchte. Genau. Nimm so mal ganz bewusst deinen Körper wahr, nimm dich selbst wahr, atme, lass den Atemstrom durch die Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Und du kannst jetzt auch nichts falsch machen. Lausch wirklich auf den ersten Impuls.
Wenn du einfach nur so jetzt da hocken möchtest, auch das ist in Ordnung. Alles ist so in Ordnung, wie es ist jetzt. Atme, nimm wahr. Sehr schön. Und dann lade ich dich ein, dir vor deinem geistigen Auge jetzt mal eine goldene Schale vorzustellen. Wenn du visuell angehaucht bist, dann siehst du vielleicht diese goldene Schale vor deinem geistigen Auge. Kann sein, muss aber nicht. Kannst dir auch einfach vorstellen, wie es wäre, wenn du dir vorstellen könntest, dass vor deinem geistigen Auge jetzt eine goldene Schale ist. Also einfach denken, da ist eine goldene Schale. Diese goldene Schale symbolisiert jetzt nichts anderes als lichtvolle Energien, die eigentlich immer an unserer Seite sind, die uns eigentlich immer begleiten mögen, wenn wir es denn zulassen. Also diese goldene Schale symbolisiert nichts anderes als der Ausdruck von dem allem, was ist und wo du dir jetzt, und dazu möchte ich dich einladen, erlauben darfst, all die Dinge, die nicht wirklich zu dir gehören, die nicht deine sind, was auch immer es ist, jetzt einfach mal in diese goldene Schale abzugeben. Und dazu würde ich dich dazu einladen, dir vorzustellen, wie du jetzt mit jedem Ausatmen durch den Mund all das abgibst, was dich beschäftigt, was dich belastet, was dich bedrückt, sei es im Kontext mit Corona oder im Kontext mit anderen Dingen, was auch immer. Seien es Ängste, seien es Zweifel, was auch immer da jetzt aufkommt. Ich lade dich ein, dich da jetzt mal zu befreien von all den Dingen, die nicht wirklich zu dir gehören, die nicht wirklich dein sind. Stell dir einfach vor, wie du dir jetzt erlauben darfst, all das abzugeben, mit jedem Ausatmen an diese goldene Schale. Du hast Zeit dazu. Beginn jetzt einfach mal auszuatmen, ganz bewusst durch den Mund. Und mach dich mal leer. Und gib all die Dinge, die dich beschäftigen, belasten, Ängste, Zweifel, in welchem Kontext das auch immer steht, gib das mal ab in die goldene Schale. Einfach machen, einfach mal vorstellen, wie es wäre, wenn. Es ist Zeit dazu jetzt. Gib einfach alles ab. Atme aus und erlaub dir all das jetzt abzugeben an diese goldene Schale. Alle Ängste, alle Zweifel, alles, was an Wut, an Zorn, an Hass, was auch immer da gerade in dir aufkommt. Gib das mal alles ab in die goldene Schale und mach dich mal leer. Erlaub dir mal zumindest für diesen Moment jetzt, für diesen Augenblick, mal alles abzugeben. Wow. Und so mal ganz wirklich bei dir, bei deinem wahren, unendlich großen Wesen wieder anzukommen. Ich lade dich ein, dich jetzt mal wahrzunehmen und spür mal, ob sich da was verändert hat. Vielleicht gelingt es dir jetzt mal mehr, so deine wahre Größe, Macht und Energie, deine wahre Stärke mal, dein unendlich großes Wesen mal wirklich wieder wahrzunehmen. Und dann lade ich dich ein, dich auch mal auszudehnen, dieses große Wesen, das du in Wahrheit bist, das du in deinem wahren göttlichen Kern bist,
mal wahrzunehmen. Mal erlaub dir mal, dieses wahre Wesen jetzt auch einzunehmen, indem du dich von deiner Vorstellung her auch gerne mal ausbreitest. Nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Und spür mal, was dein Körper da machen möchte. Also mein Körper, der schwingt da immer gerne so ein bisschen hin und her. Erlaube deinem Körper da jetzt auch, sich da so einzuschwingen in dein wahres, großes Wesen. Und dann atme mal tief und genüsslich durch die Nase ein, in deinem eigenen Rhythmus. Atme mal all die Energien, die jetzt zu dir fließen möchten, die wirklich zu dir gehören, in Form von Licht, in Form von Liebe, in Form von Ruhe, Energie. Atme mal diese Energien ein. Und während du diese Energien einatmest, entschwindet die goldene Schale mit all den Energien, die du da hineingesteckt hast, die nicht wirklich zu dir gehören, ans Universum, und das Universum weiß, wo es sie zu entsorgen hat. Und ich lade dich jetzt dazu ein, mehr und mehr die Energien einzuatmen, ganz tief und genüsslich, die vom Universum jetzt zu dir strömen mögen, in Form von Ruhe. Atme die Energie der Ruhe, des Friedens, die Energie der Harmonie, der Gesundheit, des Lichtes und der Liebe ein. Und spür mal, was das mit dir macht. Spür mal, wie es dir dabei geht. Vielleicht gelingt es dir so, mit deinem wahren göttlichen Kern mal, um es spirituell auszudrücken, auch Kontakt aufzunehmen mit deinem wahren, großen, unendlichen Wesen. Und dann lass mal die Frage auf dich wirken, diesem göttlichen, großen, unendlichen Wesen, kann dem wirklich etwas Außenstehendes etwas anhaben? Wenn dieses große Wesen, das du in deinem Kern bist, in seiner wahren Kraft und Energie ist, können da wirklich Dinge von außen eindringen? Oder bist du da so geschützt bei dir selbst, in deiner eigenen Kraft und Energie, in deiner eigenen Größe, in deiner eigenen Stärke? Nimm mal wahr, atme und nimm wahr. Und dann lade ich dich ein, mal mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Fußsohlen zu gehen, zu deinen Füßen überhaupt, und mal Kontakt zur Mutter Erde aufzunehmen, die dich, die uns alle nährt und trägt. Stell dir gerne mal vor, wie dir aus deinen Fußsohlen jetzt Wurzeln wachsen in Mutter Erde. Ganz tief und kräftig. Lass diese Wurzeln, wenn du möchtest, auch gerne in Mutter Erde ganz schnell wachsen, ganz tief bis zum zentralen Punkt, zum zentralen Mittelpunkt von Mutter Erde. Und dann lade ich dich ein, in diesem Mittelpunkt von der Erde mal Energie, nährende Energie dir zu erlauben, jetzt einzuatmen, über die Wurzeln einzuatmen, hochzuziehen, durch deinen ganzen Körper hindurchzuziehen bis zu deinem Kronenchakra und über deinen Kronenchakra diese Energie weiterfließen zu lassen an das Universum, an alles, was ist. Mach das einige Male in deinem eigenen Rhythmus. Atme die nährende Energie von Mutter Erde ein. Zieh sie mit Atemzug für Atemzug durch deinen Körper durch. Über dein Kronenchakra lass die Energie weiterfließen ins Universum.
Und im Gegenzug kannst du dir auch vorstellen, wie du jetzt vom Universum noch mehr Energie zu dir fließen lässt. Über dein Kronenchakra einatmest, durch deinen Körper hindurchziehst, bis zu deinen Fußsohlen und abgibst an Mutter Erde. Fühl mal, wie du so verbunden bist, sowohl mit dem Universum als auch mit Mutter Erde. Atme sowohl die Energie von Mutter Erde ein, gib sie über dein Kronenchakra ab ans Universum und erlaube dem Universum, allen Kräften aus dem Licht und aus der Liebe, die Energien, die du jetzt gerade benötigst und brauchst, auch zu dir fließen zu lassen, einzuatmen, über dein Kronenchakra durch deinen Körper hindurchziehen zu lassen und wieder an Mutter Erde abzugeben. Und fühl mal, was das mit dir macht. Wenn du auf der einen Seite so verbunden bist mit Mutter Erde, so verwurzelt bist mit Mutter Erde, aber auch verbunden bist mit allem, was ist, mit allen Kräften aus dem Licht und aus der Liebe. Dann lade ich dich ein, auch mal dein Herz zu öffnen und auch Mutter Erde mal ganz liebevolle Gedanken zu schicken. Und auch diese Herzensliebe, diese Herzensenergie aus deinem Herz hinauszusenden, da draußen an die Welt, an alles, was ist. Schick mal ganz liebevolle Gedanken an alles, was ist da draußen. An alles. Ganz liebevolle Gedanken einfach mal aussenden. Deine ganze Herzensliebe, die in dir drin ist. Vielleicht kannst du jetzt zum ersten Mal das so richtig spüren. Lass das mal rausfließen an alles, was ist da draußen. Und dann fühl mal, wie es dir dabei geht. Was du wahrnimmst, wie du dich dabei fühlst. Wie es dir dabei geht. Und so wie du jetzt angekommen bist bei dir, bei deinem wahren Wesen, bei deiner wahren Größe, stell dir mal vor, das wäre jetzt so ein Samenkorn. Stell dir mal vor deinem geistigen Auge, du kannst dieses Samenkorn jetzt nehmen und dieses Samenkorn, das deine wahre Größe, Kraft, Energie und Stärke repräsentiert, jetzt in Mutter Erde pflanzen und nähren, sodass daraus ein kleines Pflänzchen entsteht, das aus dem Boden sprießt, in die Freiheit kommt, weil es immer wächst und wächst und wächst und sich immer mehr befreit und befreit, weiter nach oben wächst, zu einem Bäumchen, zu einem Baum wird, mit einem immer kräftiger werdenden Stamm, mit einer immer größer werdenden Krone. Und dass dieses Pflänzchen, das du gerade eingepflanzt hast, das deine wahre Größe, Kraft und Energie repräsentiert, wächst und wächst und sich von allen Zwängen, von allen Ängsten und von allem, was es aufhalten könnte zu wachsen, befreit und einfach nur wächst und wächst, ohne Engpässe, ohne Druck, ohne Zwang einfach wächst und wächst und so zu deiner eigenen wahren Größe und Stärke immer kräftiger wird. Und so zu einem wunderschönen Baum heranwächst, der eine wunderbare Ausstrahlung hat. Dieser wunderbare Baum, der dich repräsentiert, jetzt seinen Selbstwert erkennt, seine Liebe zu sich selbst erkennt. Erlaube dir mal so,
deine Größe zu erkennen, die Liebe zu dir selbst zu erkennen, dich selbst zu akzeptieren, deinen eigenen Wert zu erkennen. Und erlaub dir auch mal, wenn wir jetzt diesen wunderbaren Baum, den wir jetzt gepflanzt haben, der so groß geworden ist, was für eine Inspiration dieser Baum für die anderen da draußen sein kann. Und dieser Baum, den du repräsentierst, wirklich sich wertvoll findet. Statt bislang zu denken, dass er bedeutungslos war, egal ob er da war oder nicht, sondern dass du dir jetzt mal bewusst machst, was für ein wunderbarer Baum, metaphorisch gesprochen, du eigentlich bist. Mit ganz viel Licht, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel wunderbaren Energien, die dich jederzeit bei dir bleiben lassen, beschützen, sodass dir nichts und niemand etwas anhaben kann, weil du dir deines Wertes wirklich bewusst bist. Fühl mal diese Schwingung, in der du dich jetzt gerade befindest. Und schau mal, wie dieses negative Gedankenkarussell sich jetzt gewandelt hat, in welcher Schwingung du dich jetzt befindest. Und was wäre, wenn es darum ginge, diese Energien jetzt zu halten ist der falsche Ausdruck, noch mehr zu dir fließen zu lassen, weil Energie will fließen und weiter fließen zu lassen und diese nährende Energie immer weiter zu dir strömen zu lassen und wieder weiter fließen zu lassen. Wenn es jetzt wirklich darum ginge, so dieses letzte Quäntchen Selbstvertrauen dir damit zu geben, was für ein unendlich großes, wunderbares Wesen du bist und dass dich nichts und niemand mehr jetzt aufhalten kann, deine wahre Größe, Kraft und Energie mehr und mehr zu kommen. Ihr Lieben, willkommen zurück. Schreib mir doch mal gerne rein, wie es dir geht, was das mit dir gemacht hat, wie du dich jetzt fühlst. Weil das sind alles so die Dinge, die wir zum Beispiel oder die ich mit dir als Hilfestellung anbiete, dass du wirklich mal dauerhaft da reinkommst, dass du dauerhaft dich von nichts und niemandem da draußen aufhalten lässt, deinen wahren Wert zu erkennen, deine Botschaft rauszutragen, warum du hierher gekommen bist. Was dich wirklich ausmacht, dass du dich nochmal zurückerinnerst an deinen göttlichen Kern, als an das, was du wirklich bist. Dass du dich nochmal an deine kühnsten Träume erinnerst, wie du dein Leben gestalten wolltest, wie du mit deiner Familie leben wolltest, was du deinen Kindern mit auf den Weg geben wolltest. Wie wäre es, wenn du das jetzt wieder raus in die Welt tragen könntest? Dich wirklich von allen Zweifeln, mangelnder Selbstliebe, mangelndem Mut, wenn du das alles wandeln könntest und alles aus dem Weg räumen könntest, dass du deine Botschaft, die da draußen gebraucht wird, weil jeder von uns ist einzigartig, wenn du die jetzt raustragen könntest und so wie den Baum, den wir eben gepflanzt haben, die Inspiration für die Menschheit da draußen, für Mutter Erde, für was auch immer sein möchtest, wenn du mit
dieser glasklaren Botschaft, die du mal mit hierher gebracht hast, wenn du die noch mal entfalten könntest und das raustragen würdest in die Welt, was du wirklich raustragen möchtest, wie wäre das wohl? Wie geht's dir bei diesen Gedanken? Schreib mir das mal gern rein. Anneke schreibt, ich fühle mich frei. Danke vielmals, sehr gerne, sehr, sehr schön. Die Ines schreibt, vielen lieben Dank, in mir hat sich eine Zerrissenheit gelöst und ich fühle mich wertvoll für mich und meine Familie. Wow. Sehr schön. Danke, liebe Ines, fürs Teilen. Die Eva schreibt, ich fühle mich jedenfalls besser. Danke. Ja. Wie wär's? Nicole, hallo liebe Nicole, schön dich auch wieder zu sehen. Hier, sehr gut, liebe Irmgard, danke vielmals, dass du Klartext sprichst. Sehr, sehr gerne. Wie wär's, wenn du ab jetzt, also bis eben quasi, bevor du in den Call hier reingekommen bist, in das Live, noch anders gedacht hast? Und wenn du ab jetzt wirklich in dieser Energie bleiben könntest. Der Uwe, hallo, wir sehen uns ja auch bald auf Bali. Wie schön, dass du auch dabei bist. Meine innerliche Ruhe ist noch größer geworden. Ach, du schreibst ja auch, ich freue mich auf Bali. Ja, sehr schön. Deine liebe Frau ist ja auch mit dabei. Sehr, sehr schön. Ja, wie wäre es, wenn es jetzt darum ginge, nicht mehr zurück zu switchen in diese alten Muster von Angstenergien, wenn du dich wirklich dauerhaft daraus halten könntest und vor allem, wenn du damit einhergehend nochmal entdecken würdest, warum du wirklich hierher gekommen bist, nämlich deinen Seelenplan zu entdecken, dass du deine Botschaft daraus bringst. Wie wäre das? Wie wäre das für dich? Fühl mal hinein, wenn du damit jetzt startest, was das alles verändern würde für dich, für deine Zukunft, für deine Familie, für deine Partnerschaft, für deine Beziehungen, für deinen Job, für deine finanziellen Verhältnisse. Für deine Gesundheit, für einfach alles, ganzheitlich gesehen. Wie fühlt sich das für dich an, wenn wir da jetzt Klarheit schaffen könnten? Und da würde ich dich gern dazu einladen, wenn du das möchtest, wenn du da näher hinschauen möchtest, dass ich mir dreiviertel Stunden Zeit für dich nehme, bevor wir nächste Woche nach Bali verschwinden. Verschwinden. Ich habe noch mal ein paar Termine in meinen Terminkalender online frei geschaufelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Schau, klick auf den Link. Ich habe ihn eben reingepostet. Ich poste ihn gerne noch mal rein. Wann da ein Termin frei ist für dich und lass uns da wirklich mal gerne näher hinschauen. Wie wir da gemeinsam deinen Seelenplan nochmal hervorkramen. Das Ding, warum du hierher gekommen bist, deine Botschaft entdecken. Und auch gemeinsam mal schauen, und das ist kostenfrei, dieses Gespräch, gemeinsam schauen, wo du hin möchtest. Weil oftmals ist es so, durch diese ganzen Schleier, die da über uns gelegt wurden, dass wir uns gar nicht mehr trauen, unsere kühnsten Träume auszudenken, weil wir so tief in diesen Mustern und Ängsten und Dingen gefangen sind. Dass diese Schleier es uns gar nicht mehr erlauben, klar zu sehen, wie will ich es denn eigentlich wirklich haben, mein Leben.
Und ich habe irgendwann angefangen, mir so meine eigene Pippi-Langstrumpf-Mentalität zu erschaffen. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Und das fing einfach damit an, dass ich tief in mich hineingeschaut habe und wirklich meinen Seelenplan nochmal ausgegraben habe oder überhaupt entdeckt habe, nochmal ausgegraben habe, ist der falsche Ausdruck. Und das habe ich auch nicht alleine gemacht, sondern habe mir da auch Hilfe geholt. Und schau mal, irgendwas hatte ich ja angesprochen, dass du hier in der Gruppe bist. Irgendwas hatte ich ja da getriggert. Auch irgendwas denkt ja da in dir, ja, ich würde schon gerne meine Seelenaufgabe entdecken. Ich wüsste gerne, warum ich hier bin. Ich würde gerne mein eigenes Ding machen. Ich würde gerne aufhören, fremdbestimmt zu leben. Ich würde gerne aufhören, wie das bei mir früher ja auch war, mir vorschreiben zu lassen, wann ich irgendwo zu sein habe. Ich würde gern aufhören damit, dass andere Menschen über mich und mein Leben bestimmen. Ich würde gern aufhören, morgens aus dem Haus zu gehen, um abends völlig energielos wieder zurückzukommen, um gerade mal noch eine halbe Stunde Zeit mit meinem Mann zu verbringen und dann müde ins Bett zu fallen, vielleicht noch gerade kurz mit den Kindern zu sprechen und mich so von Woche zu Woche durch mein Leben zu hangeln, sondern ich würde eigentlich gern meinen Kindern mal das Beispiel sein, dass ich ihnen wirklich sein möchte und ihnen mal zeigen und mit auf den Weg geben, dass es um eines geht hier, warum wir hergekommen sind. Dieses große Geschenk des Lebens anzunehmen, ein großes Ja zu diesem Leben hier zu sagen, zu dem größten Geschenk, was wir bekommen haben, unser Leben im jetzigen Körper. Und dass es jetzt darum geht, seinem Herzen zu folgen. Weil das ist etwas, was ich meinen Kindern absolut mit auf den Weg geben wollte, dass sie nicht genauso in meine Fußstapfen reintappen und nach der Schule eine Ausbildung machen, der Ausbildung wegen, um irgendwas in der Hand zu haben, oder ein Studium machen, des Studierens willens, um irgendeinen Abschluss zu haben, um sich dann irgendeinen Job, irgendwas zu suchen und sich damit dann zu arrangieren und ihr Leben lang letzten Endes innerlich zu leiden, tagsüber Dinge zu machen, die gar nicht ihrem Herzen entsprechen, um lediglich allenfalls am Wochenende Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen, mit ihrem Partner. Und das wollte ich auch für mich. Ich wollte auch mit meinem Mann Zeit verbringen. Nicht nur abends nach Feierabend eine Stunde, sondern ich wollte mit ihm gemeinsam wirklich Zeit verbringen. Und nicht mit Menschen, die mich eigentlich überhaupt nicht im übertragenen Sinne wirklich tangieren. Schau mal, mit wem verbringen wir denn üblicherweise die meiste Zeit? Wo verbringen wir die meiste Zeit? Am Arbeitsplatz irgendwo, mit einer Arbeit, die uns nicht wirklich erfüllt, mit Menschen, die, ja, und mit wem möchtest du denn eigentlich wirklich die Zeit verbringen? Mit deinen Liebsten, mit deinem Liebsten, mit deiner Familie? Und jetzt geh gern nochmal in die Vorstellung hinein, wie wäre es denn, wenn du morgens aufwachst und dich auf den neuen Tag freust und dir den Tag so gestaltest, wie du es möchtest? Und das Beispiel endlich für deine Kinder sein kannst, was du wirklich sein möchtest. Und dir damit einhergehend auch die Geldenergie in dein Leben ziehst, die du wirklich haben möchtest, um gut für dich zu sorgen, um gut für deinen Körper zu sorgen, um gut für deine Familie zu sorgen.
um gut abgesichert zu sein, um finanziell frei zu sein, um vielleicht auch noch mehr zur Heilung von Mutter Erde und irgendwelchen Projekten, Kinder zu unterstützen, notleidende Menschen zu unterstützen da draußen, umweltschutztechnische Dinge zu unterstützen oder was auch immer. Stell dir mal vor, wenn du jetzt heute hier die Entscheidung treffen würdest, in die Richtung zu gehen, dann lass uns miteinander reden. Dazu habe ich freie Termine online gestellt, um mit dir da wirklich im Detail drüber zu sprechen und herauszufinden, wie dein Weg da ausschauen kann. Da glaubst du wirklich, dass du dich weiter so quälen musst und auch leiden musst oder auch dich mit Dingen arrangieren musst, die du nicht wirklich in deinem Leben haben möchtest, nur weil du glaubst, ist halt so, alle anderen machen das auch so, geht halt nicht anders, nur weil du dir diese Geschichten erzählst? Wie wäre es, wenn du dir jetzt mal erlaubst, andere Geschichten zu erzählen? Nämlich, dass du genauso wie jeder andere hier auch auf dem gleichen Weg hierher gekommen ist, mit einer Botschaft, mit einer Lebensaufgabe, mit einer Vorstellung, wie dein Leben sein soll. Wie wäre es, wenn du dir jetzt mal erlauben würdest, all diese Schleier zu lüften und dir für dich, für deine Lieben, für deine Familie, für Mutter Erde, für alles, was ist, deine Botschaft rausbringst. Ganz nach dem Motto, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Bist hierher gekommen mit einer Botschaft. Du hast einzigartige Gaben, du hast einzigartige Stärken, du hast ein einzigartiges Potenzial in dir. Wie wäre es, wenn du dir erlauben würdest, das nochmal auszupacken? Damit du mal auch zurückblickst auf dein Leben und sagst, wow, ich habe mein Leben gelebt. Ich habe wirklich hier was hinterlassen. Ich habe meine Botschaft rausgebracht. Wie wäre es, wenn du dich von allen Zweifeln und allen den Dingen, die dich noch zurückhalten, befreien würdest und wirklich jetzt die Chance nutzen würdest, dafür zu gehen? Dann lass uns da gerne reden. Schau im Kalender, welcher Termin zu dir passt. Es sind nur wenige Termine noch überhaupt, die ich online stellen konnte. Dann lass es uns gemeinsam anpacken. Dann komm ins Erstgespräch und wir schauen da genau hin. Liebe Kinga, danke für die wunderschöne Meditation und positiven Gedanken zu sich selbst zu kommen. Sehr, sehr gerne, liebe Kinga. Ja, ich wünsche dir aus ganzem Herzen, dass du so ein Stück weit, soweit du es dir jetzt selbst erlauben möchtest und kannst, in diesen Energien drin bleibst, in diesen Energien schwingst, also diese Energien noch mehr in dein Leben lässt und noch mehr weiterfließen lässt, sodass wir alle gemeinsam hier da draußen den Beitrag auch im Hinblick auf die aktuelle Situation sein können, den wir wirklich sein möchten. Und dann noch mal ein bisschen auch was drehen und wenden können. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, das ist mein abschließendes Anliegen an dich, mein Appell an dich, wenn ich einen Appell hier noch aussenden darf. Erlaube dir, deine Einzigartigkeit zu entdecken, dein Potenzial zu entfalten, deine Botschaft daraus zu tragen, deine Lebensaufgabe, deinen Seelenplan zu entdecken und daraus
dem Ruf deiner Seele zu folgen, deinen Seelenberuf zu kreieren. Dass alles andere nach sich zieht, wieder eine glückliche Partnerschaft, eine Freude, Spaß, Leichtigkeit im Leben zu haben, die du eigentlich haben möchtest, auch Gesundheit. Auch ein Partner an deiner Seite, der mit dir zusammen voller Freude durch dieses Leben geht. Glückliche Kinder, die in dein Gesicht als Mama oder als Papa schauen und sagen, danke, dass du mir das mit auf den Weg gegeben hast, dass du mich ermutigt hast, weil du vorgegangen bist, meinem Herzen zu folgen. Lass uns da unter vier Augen Klarheit schaffen, wo genau dein Potenzial da ist. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Trag die Botschaft hier weiter und vielleicht abschließend noch, wenn ich sage, trag die Botschaft hier weiter, dann darf es auch darum gehen, jetzt nicht unbedingt missionarisch unterwegs zu sein und morgen zu beginnen, da die Menschen da draußen zu missionieren, wenn sie sich über Corona und Co. unterhalten, sondern meine Vorgehensweise war da immer, dass ich mich einfach an diesen Gesprächen nicht beteiligt habe, sondern mir vorgestellt habe, wie ich auch diese Menschen, wenn sie in diesen Gesprächen verstrickt waren, Licht und Liebe gesendet habe, versucht habe, entweder das Gespräch zu drehen, ein anderes Gespräch anzufangen oder mich einfach aus dem Gespräch herausgehalten habe, herausgezogen habe, den Ort gewechselt habe, wie auch immer. Weil, das sind wir jetzt noch einmal abschließend bei der Washington-Studie, wenn wir weiter uns auf diese Energieebene einschwingen, dann kann nichts und niemand da draußen uns aufhalten. Für eine bessere Welt zu sorgen, für die Welt zu sorgen, für eine heilere Welt zu sorgen, für diese Welt wieder zu einem mehr ein Stückchen zu dem Ort zu machen. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nachfahren zu dem, was sie machen wollen. Weil letzten Endes, die Erde braucht nicht uns, aber wir brauchen die Erde. Und die Erde ist immer wohlwollend letzten Endes an unserer Seite und sie nährt und trägt uns. Welche Erde wollen wir gemeinsam für unsere Nachfahren hinterlassen? Und schau mal, wenn du unter dem Aspekt dir erlaubst, jetzt wirklich zu gehen, deine Lebensaufgabe entdeckst, dein Potenzial, deine Gaben, deine Stärken, denen erlaubst, dich zu entfalten, alles, was dazu gehört, auch in dein Leben lässt. Glückliche Partnerschaft, glückliche Kinder, ein glückliches, freudvolles Leben. Voller Selbstvertrauen, voller Selbstliebe, voller Selbstanerkennung. Dass das alles verändert, wenn du dir jetzt erlaubst, dafür zu gehen. Ich schicke dir eine ganz liebe Umarmung. Ich freue mich auf das Vier-Augen-Gespräch mit dir, dass wir da näher hinschauen dürfen und zu sehen, wie auch du dann in deine Größe und Stärke kommst und beginnst, dein eigenes Ding zu machen und selbstbestimmt zu leben und langfristig aufhörst, fremdbestimmt zu leben. Okay. Alles Liebe. Wir sehen uns. Tschüss.